herzlich willkommen zum neuen Video. Heute bin ich an einer speziellen Location. Ciao! Ciao! Hallo! Ciao! Hallo. Ciao, ciao. Heute ist ein spezieller E-Commerce-Event und ich habe jetzt gleich Filme mal. Ich bin im Kino von Lugano und da ist jemand am Essen. Buon appetito! Und heute bin ich hinter den Kassen, weil hier normalerweise macht man hier die Billet. Und heute bin ich das Billet-Girl. Ich habe schon auf Instagram gepostet. Und ja, wir sind im Wald, ich bin heute ganz elegant. Ich habe Mörderschuhe an. Und ja. Ma dove state andando? A mangiare. Ma dove si può mangiare? So, ma io scoccare il video, non so se lo trovo. Hier habe ich jemand Spezielles, der heißt Noah und Noah sucht eine Freundin. Nein, so ist schon. Ma du kannst Deutsch, sprech Deutsch, komm. Non vuoi, ti vergogno. Wir haben auch coole Hüte, die kommen von russischen Klienten. Also wir haben verschiedene Farben da, und dann hat es noch andere Farben. Und ja, aber es hat zu wenige, das heißt wir bekommen keins ab. Das ist nur für die, die am Kurs teilnehmen. Mister Bene? Si. Gangsterbraut. Oh mein Gott. Ich bin ganz okay. Ich bin ganz okay. Ma già li stai pubblicando? No, dopo devo tagliarlo. All'alpupa! Brava! Sai cosa mal das Buffet, bevor der Kurs fertig ist? Und ja, normalerweise kommen wir hier Filme schauen und ich filme jetzt. Ja. Schau mal das Buffet. Da kann ich was stibitzen. Wir haben Posters bekommen. Fa vedere bene. Fa vedere bene. Alta, alta, prossima. Avengers. Yeah. Wir wollen noch Cinderella für die Tochter von ihr. Schauen wir mal. Che bravo. Sei sicura di bürsten? Con quale spazzola ti stai spazzolando? Tua. Dov'è il zio? Come si chiama? Mit Angel Tangel. Yes. Ah, pure. Die beste Haarbürste. Tangle Angel. Alle haben meine Bürsten, alle meine Produkte. Jetzt nehme ich euch mal mit einer dieser verschiedenen Meetings, die stattfinden, mit. Schauen wir mal, ob ich was filmen kann. So weiter, Leute, die über alles über Business und so, E-Commerce, alles was Online-Shops sozusagen angeht. Wir sind am Hüte probieren, Kapelli. Gangster-Style. Gangster-Style. Ich habe verschiedene Farben, die habe ich vorher schon gesagt. Am schönsten ist das, dunkelpink. Jetzt habe ich rot angezogen. Sorry, nochmal, ich habe noch gratis. Per rosa shocking. Jetzt reden wir Schweizerdeutsch. Schau mal, wer ich gefunden habe. Sogar im Tessin reden sie auch Schweizerdeutsch. Das ist der Kasper. Hoi Kasper. Hallo. Du siehst ihn, den ich filme. Er hat auch ganz einen coolen Online-Shop wie ich. Sag mal, erzähl, was verkaufst du? Ich verkaufe personalisierte Appenzellergürtel. Das heisst, du kannst auf meine Webseite gehen, kannst du dir den gut zusammenstellen, wie du wünschst. Farbe, Ornament, Gold, Silber, Naht, ohne Naht. Und dann wird er produziert, wenn du bestellst, wird er produziert und dir nach Hause geschickt. Pink kann man auch machen? Pink kann man auch nicht machen, aber sind Farben sind wie, wir wollen neue Farben machen. Cool, ich bin immer mit dem pinken Hütchen unterwegs. Und wie heisst die Internetseite? Ich kann es auch unten verlinken. Die Internetseite heisst www.appenzeller-gurt.com. Ganz einfach, kann man sich merken. Wie House of Makeup.
Und ja, willst du etwas schnell zeigen, den Gürtel? Ja, so gut, und ja. Einer hätte da. Aber natürlich typisch Appenzeller-Folge. Und sind die handgemacht? Figuren sind nicht, also nicht von Hand ausgeschnitten, sie sind gestanzt, gestanzt, genau, aber sie sind nach 60-jährigen, also vor 60 Jahren sind die getroffen worden, seit 60 Jahren werden sie gleich hergestellt. Cool, schauen unbedingt vorbei und es würde mich freuen, Kasper würde es auch freuen und tschüss. Ciao zusammen. Ich laufe jetzt den ganzen Tag an diesem Popcorn vorbei, jetzt springe ich den nächsten rein. Es ist jetzt nach 6 Uhr, hier seht ihr noch das Kino, das in Lugano. Das Event ist fertig, ich habe jetzt Ballerinas angezogen, weil sonst hätte ich habe noch meinen Hut. Ich bin jetzt vor dem Auto, ich werde jetzt alles hier reinschmeißen. Ich habe jetzt Ballerinas angezogen, weil sonst hätte ich mir, glaube ich, die Füße amputieren können, weil ich zeige euch mal meine so hohe Hacke, die ich anhatte. Ich habe diese Gelkissen, ich weiß nicht, ob ihr das sind von Essen, sie finde ich recht gut. Das hilft ein bisschen, dass die Schuhe nicht so weh machen. Also es dauert, man kann einige Stunden also länger mit denen laufen, aber es macht trotzdem, also die Füße nach einer Zeit machen so weh. Und ja, ich habe jetzt super parkiert. Ich muss schauen, wie ich da rankomme. Ich will das Auto nicht verkratzen. Das ist mein Auto. Also, schlimmer hätte ich nicht parkieren können. Ich hoffe, ich habe was Gescheites für euch gefilmt. Jetzt mache ich das Auto sehr kaputt. Und ja. So, ich habe was Gescheites gefilmt. Ich habe heute mich genommen an meinem Arbeitstag. Und ja. Ja, viel zu tun. Jetzt muss ich in mein Büro zurückgehen und schauen, ob alles okay ist. Ob alles gut gemacht wurde, ob alles gut verpackt wurde. Und ja, dort nach in Ordnung schauen und dann ist fertig. Morgen werde ich aber den ganzen Tag schlafen. Und das Wochenende wird voll cool. Das Wochenende kommen Michael Mucki und Larissa La Rue Marie besuchen. Ich bin gespannt. Ich denke, wir werden sie auch vloggen. Und ja, jedenfalls möchte ich nicht zu viel quatschen. Ich hoffe, ich habe was Gescheites gefilmt. Das Event war cool. Ich habe coole Leute kennengelernt. Aber das cool war auch eben auch jemand aus, weil man der Schweizerdeutsch spricht, in Italien. Das fange ich auch schon an. Im Tessin. Und ja. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss.